Am Mittwochmorgen durchsuchten Bezirksamt und Polizei einen Pokerverein in Hamburg-Harburg. Dort fanden die Beamten mehrere möglicherweise illegale Glücksspielautomaten vor und stellten zur näheren Untersuchung die Technik sicher. Auch Bargeld und Unterlagen wurden sichergestellt. Im Zuge der Durchsuchung entdeckte die Polizei außerdem eine Männerhandtasche mit einem Autoschlüssel. Das Auto konnte auf dem Parkplatz vor dem Verein entdeckt werden. Da starker Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeug kam, erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss. Im Kofferraum konnten mehrere 100 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.